Heute herrscht reges Treiben auf dem Kornmarkt. Wo in vergangenen Zeiten Waren gehandelt wurden, halten heute Busse in der schönen Fachwerkkulisse. Wer hier aussteigt, ist mitten in der historischen Innenstadt. Über alles ragt die beeindruckende Hauptkirche Beate Maria Virginis. Sie war der erste protestantische Großkirchenbau und wurde an der Stelle einer kleineren Marienkapelle errichtet. In der Gruft unter der Kirche haben Mitglieder der herzoglichen Familie ihre letzte Ruhestätte gefunden. In dem unscheinbareren Gebäude gegenüber war viele Jahre das Kloster zur Ehre Gottes. Und auch Baron von Münchhausen soll hier gewohnt haben. An der Ecke zum Stadtmarkt steht dieses schöne Hofbeamtenhaus, die alte Apotheke. Lange Zeit die einzige Apotheke Wolfenbüttels. Vom Kornmarkt sind es nur wenige Schritte bis zu weiteren Sehenswürdigkeiten Wolfenbüttels. Schaut euch doch mal um, entdeckt die angrenzenden Geschäfte oder besucht die Kirche.